Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seid schon im Hintergrund, wir sind in GTA 5 am Start, aber nicht in irgendeiner normalen Singleplayer-Welt, sondern wir zocken heute GTA 5 RP zusammen mit meinem Dad. Was geht ab, Mann? Hi. So ein Schwachsinn. Für alle von euch, die es nicht wissen, GTA RP, wir spielen hier auf keinem Server. Das ist unser Leben. Verstehst du? Ja. Das ist dein Leben, ja. Das ist wirklich mein Leben. Ja. Leute, wir sind nämlich, ihr seht im Hintergrund, gerade auf Silence Live. Das ist so der Server, auf dem ich quasi zock. Und was halt ganz wichtig ist, ich hab's meinem Papa schon gesagt, es gibt verschiedene Regeln auf diesem Server. Die wollen wir heute natürlich auch alle einhalten. Richtig? Papa, du Scheiße, was? Ich schwör's dir. Ich zock auf diesem Server aktiv, Leute. Ich hab hier reingecashed halt, und echt Geld. Halt. Wo ist dein ganzes Geld? Das müssen wir zur Bank noch abheben. Aber ganz wichtige Sache. Du kannst hier nicht einfach Leute schlagen oder irgendeine Scheiße machen. Wirklich. Und du musst das auch Real Talk machen. Aber so war komm. Okay, Leute, was ich hätte aber sagen. Wenn ich dich schlage. Ja, dann können die dich abknallen, du bist tot. Nee, du. Leute, ich würde sagen, wir labern nicht aktuell rum. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Wir starten rein und let's go. Okay, Freunde, bevor wir ins Video reinstarten, will ich euch noch ganz kurz ein richtig cooles Angebot von Sky Ticket vorstellen. Denn da gibt es momentan das Entertainment in Cinema Ticket von Sky Ticket für nur 9,99 € im ersten Monat. Und was halt überkrass, ihr könnt es danach jeden Monat kündigen. Also ihr schließt nicht ein Abo für 10 Jahre ab, sondern ihr könnt jeden Monat sagen, okay, ciao. Und hey, jetzt denkt ihr schon, nice. Aber das war's noch nicht. Leute, ihr könnt auf Sky Ticket einfach jetzt schon kurz nach dem Kinostart den Film Free Guy schauen. Vielleicht erinnert sich noch einer dran. Ich habe vor 2-3 Wochen eine Insta-Story gemacht, wo ich den im Kino geschaut habe. Und jetzt gibt's den Show bei Sky Ticket. Deswegen, falls ihr Bock habt, Leute, Link in der Beschreibung, checkt es auf jeden Fall mal ab. Dieser Film ist einfach so legendär. Bitte ich. Oh mein Gott. Ich schwör's euch, guckt euch diesen Film an. Ist das eine magische Brille oder was? Alleine der Hauptdarsteller, Leute, Ryan Reynolds. Ich denke mal, jeder sollte den kennen. Das ist einfach der übertrieben krasse Schauspieler. Der spielt nämlich im Film selber einen Bankangestellten und der heißt Guy und ihm fällt halt irgendwann einfach auf, ich lebe in dem Videospiel. Aber seine Aufgabe ist es quasi, Free City zu retten. Also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, Leute. Schaut es euch selber an, ich will nichts spoilern. Wie gesagt, auch Link zu Sky Ticket, Leute, ist in der Videobeschreibung. 9,99 € im ersten Monat. Neben dem Film Free Guy gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Filme, Serienangebote, wie ich eben schon gesagt habe. Checkt das Ganze ab, Leute, Link in der Beschreibung und schaut euch den Film an. Real Talk. Wir machen weiter mit dem Video. Okay, hol mal die Tastatur und Maus zu dir. Das erste, was wir jetzt machen, du brauchst eine Waffe, weil wir haben gerade aktuell keine Waffe. Und du brauchst ein Auto. Du brauchst ein geiles Auto. Ich sehe dich in so einem richtig fetten Lambo, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, Lukas, jetzt nur mal eine Frage. Ja. Was ist das für eine Farbe von der Hose? Das ist unsere Gang, weil ich bin von den Boomers. Von wem? Boomers. Und in Klammern? Wie heißt eure Gang in Klammern? Wie in Klammern? Die geilen Chicks? Hä? Wir gehen jetzt erstmal Geld abheben von der Bank. Wo ist die Bank? Damit wir uns eine Blacker-Blacker kaufen können. Wo ist die Bank? Warte mal, hier geht's. Da vorne, da. Ja, mit Shift. Alter, du wirst jetzt ein richtiger Pro-Gamer. Ja, und nach rechts. Da ist der Bankautomat, da. Und jetzt an alle, die zugucken, nicht wundern. Ich habe ein Video gemacht, oder mache noch ein Video, wo ich ganz viel Geld verschenke an Leute. Ich habe auf der Bank 200 Millionen. Wir holen jetzt ab. Ich sag, warte, lass mal. Wir holen 50. Nee, mehr. Nein, wir brauchen nicht mehr. Ich möchte die Scheite. Ja, das, es reicht. Das, geile reicht. Knarre. Ja, du kriegst eine geile Knarre. So, wie geht das hier? Ey, Papa, übertreib's Geld nicht. Geld auszahlen. Ja, da musst du eingeben. Nee. Nein! Papa, 150. Nee, 100 noch. 100, nee, 150 haben wir gesagt. Noch 100.000. Nein, ja, noch 100.000. Ich mag jetzt. Du hast doch schon 50. Hallo, noch nicht 200.000. Wenn wir jetzt ausgeraubt werden, dann ist mein Geld weg. Wir gehen jetzt zum Auto aus, ganz normal. Zack, links rüber. Ich mag aber das Auto. Nein, das gehört einem Gangmitglied und der schießt uns mies in den Kopf. Ist egal, wer denn Gangmitglied. Okay, jetzt gehst du da in den Kreis. Nee, warte, du musst hier zur Rezeption. Hier, ja. Und jetzt musst du sprechen und sagen, dass du ein Auto kaufen willst. Auto! Nee, du musst sagen, was für ein Auto und so. Hier, ins Mikrofon, damit man dich hört. Ich will eine geile Karre kaufen. Infos sagen, für wie viel, was für ein Auto? 200.000 in Bar und noch 500.000 als Scheck. Aber kurz fragen, mit wem redest du jetzt gerade? Alle anderen im Autohaus denken jetzt, du hast einen miesen Dachschaden. Du musst in den Kreis. Und wenn du im Kreis bist, einmal E drücken. Und dann öffnet sich wirklich das Auto-Ding. Deswegen sind da auch alle. Und jetzt schlau entscheiden. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Mit 200.000 komme ich aber nicht weit. Doch, es gibt einen Cadillac. Der kostet 250.000, wenn du richtig lesen kannst. Kannst du oben rechts lesen, du Vollpfosten? Ach, ich hab 250.000. Oh, guck mal. Ford Boss. Einen richtig geilen alten Ford Mustang.
Dave halt. So. Was ist hier? Ja, ist klar, Lukas. Du nee, ist jetzt gerade. Okay, da hast du den Klingel gekauft. Hey, nein, den Boss. Das ist der Boss. Du wolltest ihn haben. Du wolltest ihn haben. Hä? Ich hier raus. Nee, du kannst nicht raus. Hallo! Oha, Digga, pass doch mal auf, Junge. Warum hast du die Hände hoch? Pass auf, wir fahren jetzt, ich übernehme jetzt mal ganz kurz. Ich will dann für 120.000 ein Auto. Das ist der. Hör mal auf, nein, der muss sich... kannst du andere. Papa, der muss sich noch entwickeln. Ich den nächsten ab, wenn ich garantiere. Warte, wir fahren zu 686. Pass auf, da ist nämlich der Schwarzmarkt. Komm her. Das hier ist jetzt quasi das Navi. Und wir fahren jetzt zur 686 und ziehen uns da eine fette Knarre. Hast du Bock? Fette Knarre. Sag mal, du verarschst mich doch hier sowieso wieder nur. Nein. Zeit, du Idiot. So, warte, wo ist 686? Siehst du es irgendwo? So, da muss jetzt hinfahren. Da ist wirklich der Schwarzmarkt. Hier unten ist das Navi. Einfach der Nase nach. So, jetzt hier vorne links. Jetzt rechts. Ja, Autofahren ist genau dein Ding, oder? Du musst bedenken, hier fährt doch Polizei rum. Wenn die sehen, dass du einen Unfall baust, dann wirst du angehalten. Und ich habe leider keinen Führerschein in dem Spiel. Ich habe keine Knarre. Alter, du bist richtiger Rennfahrer, kann das sein? Warum? Du machst die ganze Zeit deine Hände hoch, als wärst du unschuldig, hä? Ich weiß doch nicht, warum ich meine Hände hoch mache. Ja, ich weiß auch nicht. Mit Y machst du es weg. Hey, du, ich war... Warum sind schon wieder deine Finger so? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Papa, das ist nicht realistisch. Du kannst ja nicht Auto fahren mit Hände oben. WASD. A ist links. Du fährst wieder. Ja. Ja, Papa, WASD ist doch nicht so schwer. Vorsicht, Vorsicht, nicht Vollgas, nicht. Ey, das sind Leute. Wo stehen Fragen? Die sind von der Gang. Dann steig aus. Oder steig aus. Ja, du musst die fragen. Frag wegen Ding. Ich steig aus. Hallo. Hi, Süßer. Nein, red nochmal. Süßer? Wie redest du mit mir? Ich heiße Waldraut. Ich bin die sich in den Wald traut. Papa, das ist nicht lustig. Sei ernst. Du bist Gang. Ey, Bruder, der ist ganz komisch. Sag, ob der Waffe kommt. Ich hau doch schon jetzt ab. Was willst du? Da fang ich doch meine Finger an zu drücken. Das ist Straße. Wo kannst du hier eine Knarre kaufen? Irgendwas in rosa. Jawoll! Habt ihr sowas? Bruder, der macht meinen Kopf kaputt, Alter. Ich glaub, der ist nicht ganz wichtiger. Weißt du, wo du hier bist, Mann? Wir sind WB, Mann. Ich dachte gerade uns, Kollege. Ihr seid Double B? WB, Mann. Findest du das lustig, oder was? Aber das ist eine Gang, hör auf. Die schießen dir sonst den Kopf. Sag jetzt, Alter. Alter, sag ich mal deine Endo. Ah, toll. Jetzt musst du deine Endo reden. Ey, jetzt werden wir aus deiner Glauben. Ich hab 250.000 Euro dabei. Das hab ich hier. Wow. Ihr seid aber böse, hä? WB, merkt ihr das, Mann? Ich hab bestimmt noch nicht mal Geld für eine gute Karte. WB! Der ist getuned, der hat jetzt 76 PS. Und eure Karre? Siehst du meine Karre da hinten, die schwarze? Die kann fliegen. Die kann fliegen? Ja, nochmal kann die fliegen, Digga. Zeig das doch mal hier an, Alter. Wie viel Geld hast du dabei? Geht mal Richtung meinen Hintern, ich kann auch einen fliegen lassen. Der will uns verarschen. Ja, der will uns echt verarschen, Alter. Hernandez, Mann. Wie viel Geld hast du dabei? Moment, $245.100. Mann, sag nicht, wie viel wir da richtig haben. Du musst irgendwas sagen. 1000 Euro. Der Putter hat sehr viel Geld dabei. Wow, jetzt klauen die alles. Deswegen fahr ich auch einen Twingo, ne? Du hättest 10.000 Euro sagen sollen, hättest ihm das gegeben und gut ist. Ich geb dir aber jetzt 245.000. Ja, aber dann so mal. Na, Jungs, mal ehrlich, kannst du irgendwo eine Knarre kaufen? Ja, der kannst du keine Bronze kaufen. Natürlich. Dem Geld auf jeden Fall. Komm mal kurz mit. Komm mal kurz. Nee, mal ehrlich, ich brauche irgendwas Billiges. Ja, ich hab nicht so viel Geld dabei. Irgendwas für, was weiß ich, $2.000 oder so. Ja, komm mal mit in dieses Auto hier. Wem gehört denn hier die geile Kiste? Genau. Hey, lass mich mal reinsetzen, ja? Wolltest du nicht gerade noch eine Waffe kaufen? Ja, aber das Auto ist ja wohl übergeil. Das kannst du danach machen. Komm erstmal an den Wagen, kauf deine Waffe, danach kannst du eine Runde fahren. Steck hier in diese pinke Auto ein. Kollege. Steig auf. So, Kollege. Ich steig los. Du bist nur Beifahrer, nicht Fahrer. 245.000 hast du, oder was? Klar, deswegen fahr ich auch einen Twingo hier, Vollpfosten. Mit so einem Zwarschen, Mann. Es reicht für eine Knarre. Ich will eine Knarre kaufen. So einfach ist das. Habt ihr eine oder habt ihr keine? Ja, ich glaube, du verstehst nicht, irgendwas von der Situation du bist. Ich glaube nicht, in was für einer Situation ihr seid. Ich mache hier einen einzigen Call, dann ist hier Schluss für euch. Du steigst. So langsam reicht es aber hier. Du steigst jetzt sofort aus. Und ihr könnt mal langsam anständig mit mir reden, ihr Vollpfosten, ja? Ich steig jetzt sofort aus. Willst du Bekanntschaft mit dem Boden machen, oder was? Mit den Bohnen. So,
Oh, du alter Sack, du hörst mir jetzt zu, Alter. Mit deinen 80 Jahre oder was du hast, mit deinen komischen weißen Haare und pinke Hose. Ja, ja. Wie heißt so. Ihr nochmal? Ich dicke dir mal die Zähne hier. WB, Mann. Double B, ja. Klar. WB, Mann. Ja, gleich gebe ich dir Double B, Alter. Hey, am besten schießt ihr jetzt beide, dann seid ihr beide weg. Ihr seid so Vollpfosten. Stellt euch doch direkt gegenüber. Was redest du? Ich glaub, dann willst du, komm, ey, gib uns dein Geld. Ja, du gibst uns jetzt dein Geld, dann darfst du am Leben bleiben. Ansonsten, du kriegst gleich einen Schuss in deine scheiß Augenbrauen, du alter Sack. Kannst du mal kurz einen Anruf machen? Du glaubst doch nicht, dass ihr noch den nächsten Morgen erleben würdet, oder? Glaubst du das wirklich? Was denkst du, was hier hast du? Was hast du? Kennst du nicht die Farben, die ich hier trage, ja? Kennst du die nicht? Ich durchsuche ihn. Was für eine Farbe, Mann? Er hat nur ein scheiß Handy. Boomer, sagt euch das irgendwas? Nix sagt uns das, Mann. Du kommst auf unsere Straße, Alter. Machst die Witze über uns. Eure Straße. Hey, ich will einfach nur eine Knarre kaufen und ihr fahrt mich wieder schön zurück und ich vergesse hier das Ganze. Weil sonst gibt es hier richtig Terz. Ja, Double B. So, warte, ey, Andre, ich rege das noch einmal. Ich versuche noch einmal mit diesem alten Sack, der ein bisschen schwer im Gehör ist, zu reden. So, du gibst uns deine 245.000. Wir geben dir eine schöne Waffe wie die, die ich jetzt gerade hier halte. Gut, ich gebe dir 200.000 für die AK. 200.000? Ey, komm, ausnahmsweise. Er hat mir das Geld gegeben. Die alte Mutter. Ich krieg auch eine Waffe für das Geld. Das ist unser Geld. Was meinst du, wie lange du noch lebst, du Pfeifenhain, ja? Also was meinst du, wie lange du noch lebst? Ich kann dir sagen, wie ich lebe länger als du gleich. Zieh dich jetzt aus weg, hier. Mach die Hände hoch. Jo, ja, ihr wollt mich ausziehen? Das stimmt wohl mit Double B, wa? Geh auf die Knie, du alter Sack, oder hörst du mich nicht? So. Yeah. Hör mal. So, jetzt, wie wir noch jetzt bin ich da, wo deine Mutter gestern war. So, jetzt aber, du alter Sack, jetzt. Du sagst jetzt, es tut mir leid, WB. Weißt du was, wir machen ein Spiel mit dir. Komm, lauf, du darfst laufen, ich schieße hinterher. Wenn du überlebst, überlebst du. Wenn nicht, dann bist du tot. Du darfst laufen. Die haben gesagt, du hast 10 Sekunden vor. Lauf jetzt, du alter Sack. Hin und her. Rechts. Los. Rechts. Du musst abhauen. Die schneide ich uns ab. Die werden das sehr abhauen. Lass mich laufen, oh mein Gott, du bist in Angst! Nein! WB, vor wieder. Scheiß alter Opa, Knie nieder. Jo, wie hast du das gemacht, Mann? Ey, gib es dir gut, Mann. Wie hast du das gemacht, Mann? Ey, Digga, du bist auch so eine Pizza. Du musst aufpassen, Digga, die heißen Double B. Double B, Mann! Aber wo, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Ey, mach die Waffe weg, Mann! Ja, das ist eine tolle Mann. Hilfe, ja. Hey, Double B, was ist denn mit euch los? Hä? Ah, ich sehe schon, Double B. Liegt da und macht die Beine breit, so habe ich das gern. Und nicht auf die Leichen, das gegen die Regeln. Das gegen die Regeln. Scheißegal. Kuckuck. Hey, wir rufen den Krankenwagen, Bro. Bro. Bei ihr Loser, wo steht nochmal eure Dreckskarre? Das Schlimme ist, die liegen da jetzt 20 Minuten oder so und die kann ja keiner aufheben, weißt du? Fahren wir nochmal drüber. Okay Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch kurz die Stadt, okay? Ja, irgendwann kommen wir auch an. Was ist denn jetzt? Jetzt tankt er. Das Ding hängt aber noch da drin. Was ist denn für ein scheiß unrealistisches Spiel? Das ist nicht unrealistisch. So. Fertig getankt und wieder einsteigen mit F. Double B. Rechts, wie? Da ist ein Bärsch. Stimmt, wir müssen ja realistisch bleiben. Na gut, dann zu hassen. Nein, ich hatte gerade gesagt, chill. Und jetzt nach rechts. Hammer, der Wagen fährt 400. Guckst du auch nach vorne, oder? Papa, du hast hier wieder die Hände hoch. Warum hab ich so oben? Weil ich jetzt kann. Ich würde dir empfehlen, langsamer zu fahren. Oh mein Gott, fahr langsamer. Ja, das war eine Bremse. Und dann die Hände zum Himmel. Warum steigst du denn aus? Ich wollte gar nicht aussteigen. Ja, der verträgt aber auch gar nichts da, der Typ. Jetzt muss ich hier rein? Nee, du kannst irgendwie mit der Helfer warten, bis die einsteigen und dann fahrt er hinterher. Komm, die können wir doch jetzt direkt holen. Die da vorne? Ja, komm. Okay. Warte, ich muss kurz meine AK nachladen. Warte, du kannst dich einfach schießen. Hallo, du kannst dich einfach schießen. Du kannst dich einfach schießen. Papa, geh da hin. Du kannst dich einfach schießen. Hallo, ich werd gebracht. Hey, hin mit euch. Links, hallo, hey, ich steig mal aus. Links. Knie dich. Ich glaube, ich sehe ein Pferd. Ja, du hast nichts dabei, Alter. Der hat nichts dabei, Mann. Ja, aber ich 20 Minuten. Was machen wir mit dem? Ach komm, scheiß. Laber keinen Scheiß, Mann. Ihr könnt ihn nicht. Cool.
Scheiß auf den, komm, wir gehen einfach weiter, ja? Ich würde sagen, fahr du. Papa, ich werd gebannt, ich werd so gebannt. Scheiße, Mann! Polizei! Polizei! Oh oh! Komm, die packen wir! Komm, los, hau ab! Nein, die Polizei folgt uns, Alter! Nein! Die auf uns. Nein! Gib Gas! Komm, du musst abhauen! Scheiße! Gib Gas! Überall der Drecksbulle packt, ja doch, das ist unten rechts. Hätte ich eine abgezogen, ist die. Ey, wie können wir hier abhauen? Genau, nicht die Schilder um, vielleicht liegen wir am Weg. Oh mein Gott! Was sagt er? Ja, die Polizei, die gesagt, scheiße! Von rechts ran. Aber unsere Autos. Wenn hops genommen. Oh oh. Komm, hau ab! Ja. Ja, ja. Oh, oh, es sind drei. Vier Polizeiautos. Oh mein Gott! Komm, das sind nur vier Bullen. Gib Gas! Genau, rein! Genau. Ja, ja. Ey, geil, nur fliegen wir schöner. Ja, ja! Gib alles! Gib alles! Ich geb alles, Mann, ich geb alles! Verdammte Scheiße! Ich geb Kickdown! Aussteigen, aussteigen, aussteigen! Oh, die sind auch zu blöd, die Bullen. Knall sie ab, Lukas. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, die Herren. Hände hoch, oder wir schießen. Einmal umdrehen. Abhauen, abhauen! Nice, erst tot. Oh mein Gott! Ja, wie geil! Komm, ab, weg hier! Du musst rennen, die Polizei, die haben Verstärkung gefahren. Da ist noch mehr. Ich hab ihn nicht. Ja, wie geil! Geil, geil, geil! Komm, ab, weg! Ist der geil? Scheiße. Wie geil war das denn? Scheiße, Mann. Ey, wir haben zwei Platten, scheiße. Wir können nicht weiterfahren, warte. Weiter, mit Platten weiter. Lass uns den Bullenwagen holen. Test, test, test. Die Freisprechanlage geht, Alter. Wir werden abgeholt. Hinter uns kommen welche. Was, wirklich? Ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht, ich hab ihn. Komm ab! Ey, du nietest hier alles um. Komm ab, weiter! Wir werden abgeholt, wir werden abgeholt. In einer Minute. Geil, okay. Oh mein Gott. Wie geil war das denn? Du hast ja alles hier nietet. Steig ein, Mann, steig ein. Hey. Oh mein Gott, Alter. Hey, Double B! Oh mein Gott, das ist doppelt. Ja, ich würde sagen, ihr fahrt jetzt mal ganz dezent dahin, wohin wir wollen. Sonst gibt's einen Kopfschuss. Genau. Ist aber kein Problem, ihr könnt euch gleich mal ein bisschen vor uns knien. Aber das sind eigentlich meine Freunde. Waren. Das waren? Okay, scheiße. Papa, Dings, das sind eigentlich auch meine Freunde. Du Arschloch. Moin, moin, ne? Scheiße. Ah, hör auf, mich zu schlagen! Ich hab mich schon gewundert, warum die da so ein Wattebällchen rosa Auto haben. Das ist unser Auto, das ist kein Problem. Ey, das ist ein Problem, wir haben kein anderes Auto gefunden. Ey, Junge! Ey, das mit dem Pidi war so krass, Alter. Ja, aber Junge, auf einmal, ich dachte, wir machen so ein chilliges Video, auf einmal, ihr fliegt alle. Ganze Polizei kommt nicht geschossen. Alter. Ganze Pidi ist tot, Alter. Boah, halt mal irgendwo an, wir müssen mal irgendwo ranfahren, Mann. Ja, das ganze Pidi hochgenommen. Wie geil war das denn? Ey, das erste Mal deine 200.000 zurück. Oh. Schenke ich euch, behaltet sie uns. Das war Geld. Nein, oh, scheiße. Dankeschön, ey. Easy, Jungs. Ey, vielen Dank, ja? Ey, danke. Wie geil. Oh, jetzt war doch mal der Lust. Arschloch. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei meinem Papa vorbei. Und auch bei den ganzen Jungs, die heute am Start waren. Bei Chad, bei Nico und auch bei René. Und kurz geht raus, was helfen. Es war doch ein geiles RP-Erlebnis heute, oder? Das war geil. Das hat kannst du einmal kurz die Kamera, die Admins, nochmal schöne Grüße da lassen, dass die uns vielleicht nicht bannen? Wär ganz nett. Alles klar. Was soll ich denn jetzt sagen? Mit rosa Häuschen. Haut rein, Leute. Ciao. Check Zeit ist einfach. Heftigster Server. Ciao.